Mannschaft, die absolut diszipliniert ist, kompakte, eine Mannschaft, die auch über Standard kommt, mit sehr, sehr guter Qualität, mit einem Grifo, der sehr, sehr gute Standards schlägt. Immer wieder gefährlich aus der Distanz, auch eine außergewöhnliche Quote außerhalb der 16er, die zum Torabschluss kommt. Und natürlich, wenn du genug Punkte hast, wenn du den Rückenwind hast, dann spielst du ein bisschen befreit und so spielen die momentan, das merkt man. Aber wie gesagt, es ist Bundesliga und in Bundesliga jeder kann jeden schlagen. Und egal welche Serie man hat, da sollte man immer im Kopf haben. Ein Sieg würde uns aus anderen Gründen würde uns helfen. Das andere müssen wir überstehen. Das ist einfach so. Das sehen zeigen die letzten Tage, dass das, ja, obwohl wir das eigentlich permanent gebetsmühlenartig anders erklären, was wir vorhaben und wie wir es machen werden, wird das zumindest anders vermutet. Wir müssen als Verein die Stärke haben, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, und das gilt jetzt auf verschiedenen Ebenen, den Weg, den wir eingeschlagen haben, dass wir den weitergehen und dass wir den nicht fremdgesteuert, sondern von innen heraus gesteuert gehen. So, und das ist, da hilft natürlich jeder Sieg, aber den sollten wir auch gehen, wenn wir nicht gewinnen sollten, wenn es nun unentschieden ist oder vielleicht sogar weniger. Das wird das Entscheidende sein. Ja, wie die letzten Wochen immer bitter. Jedes Spiel, jede Trainingseinheit war immer was Neues. Und gestern, ja, das war leider, haben wir Julian erwischt. Wir müssen nochmal abwarten, noch mehr Untersuchungen, um zu schauen, wie lange er genau ausfällt. Aber ich glaube, dass erstmal er fällt auf jeden Fall für das Spiel morgen aus. Sonst Verletzung, es hat sich ein bisschen beruhigt. Fang an mit Virinia. Wenn alles gut läuft, in 8 bis 10 Tagen ist er wieder bei dem Mannschaftstraining. Bruno Henrique ist auf Fahrrad jetzt. Sieht auch gut aus, aber es dauert noch ein bisschen. Aber zumindest hat er ein Lächeln ins Gesicht und sieht positiv und es geht kommen nach vorne. Justin Möbius wird normalerweise heute wieder ins Training einsteigen. Robin Knoche, wenn alles gut läuft, Mitte der nächsten Woche ist er wieder dabei. Und Julian gerade angesprochen. Daniel Didavi, wir haben bis jetzt immer positive Rückmeldungen. Noch das Training heute abwarten, aber wenn alles läuft, wie wir uns das vorstellen, dann ist er dabei für das Spiel. Morgen. Joshua Gilavogi auch sieht sehr gut aus. Wenn ich nicht wusste, was er hatte, ich würde ihn sofort mitnehmen morgen. Aber leider müssen wir eine abschließende Untersuchung abwarten. Aber es ist, er ist fast so weit. Janis Horn hat wieder trainiert. Christian Tresch hat wieder trainiert. Carlos Asquez hat wieder mittrainiert. Und Sebi Jung macht einen Teil der Mannschaftstraining mit. Auch ein gutes Gefühl für ihn, dass er wieder dabei ist. Ich glaube, in seiner Situation es wäre besser, ihm aus dem Bank kommen lassen, weil ich glaube, dass da hätten wir, glaube ich, das maximal von ihm, was kraftmäßig angeht, auch vielleicht, wenn der Gegner müde ist und die Abstände ein bisschen größer sind, dass er da mit seiner Frische dann ins Spiel reinkommt und auf jeden Fall dann uns weiterbringen kann. Ja, weil wir wissen, was er für Qualität hat. Und wichtig ist, wenn man so eine Spieler auf der Bank hat, dann das gibt es natürlich ein anderes Gefühl und weiß man, dass man jede Zeit nachlegen kann. Und Daniel hätte ich gern letzte Woche gehabt auch, und dann ist das wahrscheinlich ein anderes Gefühl auch für die Mannschaft. Und das ist was uns gut tut, das ist was ihm gut tut. Und wir freuen uns erstmal, dass er die Woche gut überstanden hat. Es gibt noch ein Training, aber wir freuen uns, dass er wieder dabei ist. In Bundesliga, jeder Spieltag hat seine Wahrheit. Ja? Und jeder kann jeden schlagen. Und ich glaube, dass wir wissen, dass der Gegner gut drauf ist, da der Gegner armstark ist diese Saison. Wir haben den Gegner analysiert, die Stärke haben wir deutlich gesehen, aber wir haben nur Punkte gesehen, wo wir auch diese Gegner wehtun können. Und das wollen wir ansetzen. Deswegen der Fokus geht auf unsere Spiel auch gegen den Ball. Wir müssen sehr gut arbeiten, was für uns gelungen, eine Stunde lang gegen Leverkusen. Und das müssen wir jetzt über 90 Minuten schaffen. Ja, und das ist der Plan und da werden wir uns noch heute gut vorbereiten.
Grundsätzlich, wenn man ein Ziel hat, es ist immer wichtig, dass man die Ziellinie vor morgen verliert. Aber es ist klar, wenn man solche Ziele erreichen möchte, muss man anfangen, die Spiel zu gewinnen. Und solange man das nicht tut, dann verbietet sich automatisch darüber zu reden. Und wir sollten jetzt langsam wieder anfangen, die Spiel zu gewinnen, Schritt für Schritt. Erstmal für unser Selbstvertrauen, dass wir ein bisschen mehr Ruhe bekommen, auch im Verein. Das wird uns alle gut tun. Und das ist erstmal unser primäres Ziel. Ja. Das Groß und Ganz, denn wenn man 3-4 Spiele hintereinander gewinnt, das sieht ganz anders aus, das wissen wir alle. Aber erstmal der erste Schritt muss gemacht werden.